Hallo zusammen. Das iPad nutze ich, wie ja schon in kleinen Videos von mir gezeigt, als Speichermedium für Noten, Texte und meine Hallplaybacks. Aber am meisten nutze ich natürlich das iPad als Musikmaschine, als Aufnahmegerät zum Beispiel. Wie ihr seht, habe ich mein Keyboard mit dem USB-Kabel direkt mit dem iPad verbunden. Das USB-Kabel überträgt nur Steuerungsdaten, also Note an, Note aus, Taste runter, Taste hoch oder auch Registrierungen. Ich steuere also mit meinem Keyboard im Moment ein Soundmodul an und kann einen wunderschönen Orgelsound, der im iPad erzeugt wird, ansteuern. Mit einer entsprechenden Software, zum Beispiel GarageBand ist auf jedem iPad drauf, kann ich jetzt meine Musik auf dieser Software aufnehmen. Also der Sound aus dem iPad, den kann ich innerhalb des iPads mit GarageBand aufnehmen. Möchte ich aber auch den Sound meines Keyboards aufnehmen, also die Audiodateien, die Audioklänge aus dem Keyboard, geht das nicht über dieses USB-Kabel. Mein Sound kommt aus dem Audioausgang raus, geht aber nicht auf dem direkten Wege in das iPad. Ich muss ein Audio-Interface dazwischen schalten. Dieses Audio-Interface wandelt meine Audiodaten in Computerdaten um. Ein Audio-Interface, ich habe hier ein kleines von Eirik, bekommt man von 40 Euro aufwärts. Gängige Straßenpreise für gute Audio-Interface liegen so bei 120 Euro. Ich habe einen anderen Weg gewählt. Ich habe mir ein kleines Mischpult von Yamaha zugelegt, und zwar das MG10XU. Das U steht für USB. Da das Mischpult über ein internes Audio-Interface verfügt, werden alle Sounds, die ich in den Mixer reinschicke, gleich in Computerdaten umgewandelt. Ich verbinde also dann das Keyboard mittels Audiokabel an den Mischer und vom Mischer aus mit einem USB-Kabel, das war der Umweg, an mein iPad. Das ist der einzige Unterschied. Und dann kann ich auf GarageBand mir aussuchen, nehme ich die Sounds aus dem Keyboard oder nehme ich die Sounds aus dem iPad. Ich muss dafür jeweils nur mein Kabel umwechseln.